Morgen Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf dem Kanal. Und zwar gibt es heute die Highlights vom Spiel gegen Hertha BSC, die vierte Mannschaft. Auf dem Hertha Gelände spielen wir auch, auf einem guten Platz also. Da habe ich früher, keine Ahnung, ich habe da safe 50 Spiele oder sowas gemacht. Bin mal gespannt. Ich freue mich schon. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und viel Spaß mit den Highlights. Jetzt muss ich noch was essen, indem man zuerst die Milch reinmacht und dann kommt ich. So, wir sind jetzt am Stadion. Also da ziehen wir uns um, da habe ich mich schon ungefähr 1000 Mal umgezogen. Ach, mal gucken, ob ich noch irgendwelche alten Gesichter hier sehe, die auch Spiel haben oder so. Oh, Alter, ich bin wieder zu Hause. Hoch, das Amateurstadion. Ach du Scheiße. Schön, schön, schön. Lieber mal unser Platz. Ich bin da drüben. Was, die machen sich schon warm, alter Schwede. Und dahinter ist das Olympiastadion, das haben wir immer schon gesehen. Ich bin drüben, ja. Und war nicht unser Lieblingsplatz, der ist riesig. Und hier habe ich so viel Meter gemacht. Nein, aber normale Verabschiedung. Was willst du haben? Ja, ich habe 15 Jahre gespielt, habe keine Verabschiedung bekommen. Jetzt, was erwartest du jetzt? Handdruck und danke, dass du das so willst. Jetzt, heute. Nein, Mann, damals. Ekelhaft, Alter. Egal. Hier, da bin ich, der allererste. Wo bin ich? Hier ist Michael. Hier ist Michael. Guck mal hier, guck mal meine Haare. Wow. Da war ich bei den 97ern. Das sind die Jungs der Zukunft. Ich war jetzt noch in der Kabine, hab ein bisschen mit den Jungs geredet, aus der U14. Ja, auf jeden Fall bis jetzt sehr cool. Und da lässt sich jemand wieder gut gehen. Alter, lass dich durchkneten. Ich sehe so viele bunte Schuhe, Alter. Boah, jeder hat hier neue Schuhe an. Das ist geblasen. Glaubst du, die U14 von Hertha würde uns wegmachen? Natürlich nicht, Junge. Also glaubst du, die U17 von Hertha würde uns wegmachen? Nö. Safe. U17? Die sind halt organisiert, ne? Oh, ein guter Platz, Digga. Ja. Ich fühle mich so wie früher. Oh, Digga, guck dir mal den Teppich an. Das ist doch mal ein Platz. Hätte ich Bock gehabt zu spielen heute. Schade, war nur einmal beim Training. Wärst du mal zum Training gekommen? Wär ich mal zum Training gekommen, definitiv, Alter. Die Nummer 1 in Berlin ist zu Gast heute bei der Nummer 3 in Berlin. Nein, ich hoffe, wird ein cooles Spiel. Wir spielen hier auf einem super Platz. Zuschauer sind auch schon da. Boah, Platz ist so geil. Also nicht so gut, aber verglichen zu sonst ist er so schön. Schön nass. Ich hab richtig Bock, Digga. Alte Heimatstätte heute. Aber trotzdem ein geiles Gefühl, dass wir überhaupt so einen Rasen spielen dürfen. Damals habe ich schon mal gedacht, das ist normal. Aber es ist ein absolutes Privileg. Das ist so geil. Toll. Und ich habe ein bisschen gespielt, weil das Training von Donnerstag ist noch in den Beinen, auf jeden Fall. In 5 Jahren, Hertha BSC, wenn ihr das seht, an einen Tisch setzen. Vielleicht dürfen wir hier mal trainieren, spielen, Spiele ausführen. Amateurstadion bitte. Oder Amateurstadion muss nicht sein, das reicht auch vollkommen aus. Training hier, Spiele hier, Rasen. Der größte Verein aus Berlin und der zweitgrößte Verein aus Berlin. Hand in Hand. Aufstellung für die erste Halbzeit. Freddy im Tor, Viererkette, Paul, Ali, Dennis und Tim. Sechser fangen heute an, Julius und Kobo. Linkes Mittelfeld, Jeff, rechtes Mittelfeld. Feld ist Michael, sind 10 und Lila im Sturm. So fangen wir heute an. Gegner, Hertha BSC, müsste alle motiviert sein, wach sein. Erste Halbzeit, gleich von Anfang an Fokus. Letzte Woche super aus der Kabine gekommen, 2-0 geführt, nach weiß ich nicht, 5 Minuten aufgehört Fußball zu spielen. Am besten spielen wir Fußball. Ja, ich will ihn jetzt nicht loben, aber wenn Eli auf den Platz kommt, spielen wir einfachen Fußball. Das ist halt, was wir in der ersten Halbzeit oder was wir oftmals nicht machen, diesen einfachen Fußball. Vorm Spiel, in der Kabine, überall immer laut dabei und zack, pfeift der Schiri in die Pfeife, da ist kein Führungsspieler plötzlich auf dem Feld. Alle sind hier mucksmäuschen still, so eine Ochsen und keiner sagt was. Ich bin auch ein Ochse. Nein. Ja, aber Ochse, du bist genau so einer, den ich meine. So ein Ochse, ja, dann pfeift der Schiri und dann bist du mucksmäuschen still. Du müsstest mal so lauter wie im Club, ey. Mach Musik an und gib mir ein Glas. Ja, das ist wichtig. Und jetzt einfach von der ersten Minute an Vollgas geben. Das war's. Ey, ich höre, meine Beine sind so tot von Donnerstag. Meine auch. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gestern gesehen habt vom Training mit GoPro. Auf jeden Fall ist es sehr nice geworden, sehr lustig. Guckt euch gerne an. Wir haben sehr hart trainiert. Und das spürt man immer noch. Ohne Spaß, aufwärmen war ein bisschen Larifari. Lass uns wirklich konzentrieren. Die können Fußball spielen, die sind nicht so schlecht. Also wirklich, lass uns konzentrieren. Die gehen körperlich krass rein. Das haben wir letzte Jahre immer gemerkt. Also die halten richtig gegen. Also lass die spielerisch auseinandernehmen und dann wird es hier auch. Es sollte einfach konzentriert bleiben. Richtig geiler Platz. Nutzt es aus, habt Spaß. Ja, auf uns vertrauen. Wir werden, glaube ich, lange nicht mehr auf so einem Platz spielen. Ja. Deswegen lass heute beilaufen und genießt das ja. Komm mal, Spaß. Wir sind ein! Ich hab einfach nur hier oben auf Aufnehmen.
Schiene! Schiene! Hey, komm, was machen, Männer? Ganz stark! Sehr stark! Wer war das, der Freistoß gemacht hat? Sehr gut, Männer! Zahnziehen! Micha, Julius! Und Dennis! Dennis, langsam wieder! Die sind, das wird heute ein bisschen aggressiver, merke ich schon. Also härter. Geiler Ball, Pino! Geiler Ball! Starker mit! Warum schießt er nicht mit links, Bruder? Er schießt nie mit links! Bilal! Richtig geil! Es fängt schon wieder an mit diesen scheiß Torchancen auslassen. Gleich gibt's einen Alu-Treffer, dann machen wir irgendwann das 2-0 und dann spielen wir Scheiße. Das ist das absolute Schema von uns. Alu-Treffer, 2-0, Scheiße spielen. Hey! Jetzt 1-1. Rein, geht rein! Hey! Hey, Dicker! Bilal Jeffrey, ich glaube, der muss nur einigermaßen aufs Tor kommen. Ich liebe, die haben beide eine richtig geile Schusstechnik. Michael schießt. Michael? Weiter, Michael! Sterling! Sterling, oder war das Sterling? Ich schwöre, Sterling, 1-1 Sterling. Und jetzt werden wir scheiße spielen. Ist immer so. Ey, jetzt richtig nochmal. Jetzt 2-0. Strafft euch. Jetzt nochmal richtig. Sidney, Jeffrey, richtig geil. Bilal, komm und. Sehr geil. Wenn du das siehst, du bist ein Weltspieler, Michael. Er hat den ersten Kontakt. Michael ist so gut. Das war wirklich geil gewesen. Da haben sie Fußball gespielt. Der erste Ballkontakt, der war Hammer. Der erste Ballkontakt war Hammer. Das muss Michael öfter machen. Der hat getippt und der hat genau das, was er angezeigt hat. Weiter. Das muss doch jetzt aber nicht sein! Es steht 3-0, Jungs! Was ist los mit euch? Drei Aktionen hintereinander, Mann! Michael, ist okay, geh weg. Bruder, was ist los mit denen? Schiedsrichter, 3 Stück! Also, es steht 3-0, Freunde. Ich glaube nach, ich weiß gar nicht, 15 Minuten, 20 Minuten. Und die gehen hier schon wieder rein. Das ist doch nicht nötig. Wisst ihr, wenn 1-1, 80. Ich verstehe das, aber es steht doch 3-0. Und die haben, also nicht mal, ja, also die, das ist, mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Also die, du siehst das, es ist schon wieder nicht so nice. Hey, Chicky, gut dabei.
Guck mal bitte Replay, ob das Abseits war. Das ist ja geisteskrank. Die kenne ich schon noch von letztes Jahr. Von der Geschichte kennst du noch gar nicht. Ach, war das der? Das war er und sein Kumpel. Achso, Timo und er, die Timo und die Nummer 17 hatten letztes Jahr eine Auseinandersetzung. Da gab's keinen. Da gab's einen Schwinger. Von also ihm, nicht von an ihm, dich, aber von einem Kumpel von ihm oder seinem Bruder oder keine Ahnung. Aber er war an den Zuschauern. Ja. Also und er hat dir einen Schwinger gegeben. Einen auf den Dolz. Zuerst Julius im Nacken und dann ihm genau, den Schwinger. Genau, er hat erst Julius im Nacken gegeben, ja, habe ich ihn weggeschubst, dann hat er mir einen Schwinger. Und dann hat er dir einen auf den Dolz gegeben. Ja, und sind 10 Leute auf dich draufgekommen, ja, ist mal ein Zaun gesprungen und weg. Gut, Ali! Hey, weiterlaufen! Oh, tack, gut ins Spiel gekommen, obwohl die natürlich ein bisschen geisteskrank gepresst haben. Die haben ja, die sind draufgegangen, aber halt ohne Plan. Wenn wir zu lange den Ball hatten, dann sind die halt einfach wie mit Messern in den Zehen oder was auch immer, sind die raufgerannt da plötzlich auf euch und wollten einfach nur zerstören. Ja, das hat dann die ersten 10 Minuten, hat es ein bisschen gedauert, dann hat das einmal das Tor gemacht, das zweite gleich hinterher. Das ist halt so, das ist für die dieses Spiel, die sind übermotiviert, die wollen was zeigen, wollen machen, fußballerisch machen sie gar nichts. Ich glaube, die also es ist kein Ball aufs Tor gekommen. Wir müssen jetzt die Ruhe bewahren und einfach konzentriert weiterspielen. Uns nicht anstecken lassen. Lila kommt erstmal raus. Dafür kommt Junior rein vorne als Stoßstürmer. Da müsst ihr halt gucken, dass er den einen oder anderen hohen Ball auf ihn spielt. Seid nochmal motiviert. Wir müssen weitermachen. Tore schießen, Jungs. Erst halbzeit durch. Ja, wir beschäftigen uns viel zu sehr mit dem Gegner und Schiri und bla bla. Oh, faul, oh, faul. Ich mag das gar nicht. Ich halte mich da immer schön fern aus vom Stress und so. Ich will gar nicht so irgendwas anfangen. Ich spiele einfach ein bisschen Fußball und wir spielen eigentlich gut. Jetzt kommt wieder raus, da kann ich mir die fette Sau. Freddy, wie findest du es? Ja? Gebe ich dir recht. Egal, was du gesagt hast, ich gebe dir recht. Können wir jetzt ein Bier? Ehre, Männer. Halbzeitpause, Zwei habe ich ja gesagt, ne? Also wenn, dann muss er schon wegziehen. Bei Anweisung vom Trainer. Also hier nochmal vor die Kamera, ich habe gerade mit den Trainern von denen geredet und mit den Spielern. Da gab es ein paar Hitzköpfe bei uns, ein paar Hitzköpfe bei denen. Wurde jetzt ausgewechselt auch und die waren sehr korrekt und ich hoffe jetzt, das ist ein bisschen mehr Fußball. Geht jetzt los, ich habe leichte Probleme. Erstmal habe ich überlegt, ob ich spielen soll. Ich hatte auch ein bisschen Angst, weil das war schon sehr hitzig. Aber ich habe gerade mit denen geredet. Die meinten, wurde ausgewechselt, die ein bisschen Stress gemacht haben und die stehen eigentlich nicht dafür. Und Eli Geller geht aufs Feld. So 20, 30 Minuten. Komm mal hier! Gute! Gute! Komm! Ja, Erdogan!
Los, Markin. Gut, gut. Hallo, Hat noch nie Muskelfaserriss, noch nie einen Krampf. Eins von beiden ist es. Ich würde sagen, sehr gut gestartet, erste Halbzeit. War sehr körperbetont heute. Trotzdem Bock gemacht, sehr geiler Rasen. Ich muss aber ehrlich sagen, heute zum Glück hat sich niemand verletzt, weil die sind wirklich ein bisschen härter reingegangen. Aber trotzdem Sieg geholt. That's it. Wurde mir gegeben. Das ist das Bier, ich dachte, Apfelschorle. Ich hab eine Verletzung, Digga, ich weiß nicht, was ist. Ich hatte noch nie Muskelfaserriss, noch nie eine Zerrung. Und noch nie einen Krampf, weil irgendeins von den drei ist es. Ich und Eli müssen jetzt noch zum Meet and Greet mit Fokus. Heute zum Spielen. Das war wieder mal für mich der Mann des Tages. So wie immer. Also wirklich der Lauf und die Ballannahme. Wow. Ich gebe mein Bestes. Ja, es ist egal ob bei Hertha oder beim HSV, ich gebe mein Bestes. Es ist auch super, muss man sagen. Ich fand es spielerisch jetzt auch nicht schlecht. Wir haben gut gespielt heute erste eigentlich. Erste Halbzeit war ziemlich gut von uns, würde ich aber sagen. Dann auch stark kombiniert. Ja, safe. Jungs, heute Mannschaftsabend. Hey, Can I be losing control? Andi, nächste Woche bin ich auf Malle, ja, ich bin nicht da. Ja, ich bin auch auf Malle, du hast mich eingeladen. Kommst du? Natürlich, selbst. Cool. Ich komm hier angehumpelt. Wir können gleich Fotos machen, wir nehmen die Jungs kurz mit. Fokus, Interviews. Mein Du. Leute, ne? So sieht es hier immer aus. Kriegen wir einen Text von Andi. Also warte. Kurzes Fazit, gegen übermotivierte Hertaner haben wir etwas gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Konnten dann aber einige gute Spielzüge zeigen und verdient mit 3-0 die Halbzeit gehen. Nach der Halbzeit Punkt. Bei der Chancenverwertung fällt mir nichts mehr ein. Gefühlt 10 hundertprozentige Chancen ausgelassen. Nur Eli konnte mit einem 11 auf 4-0 erhöhen. Da danke Eli. Junge, wie versuchtet sich das denn aus? Ich bin jetzt hier mit meinem Mann. Bei jedem muss es nicht funktionieren. Restarten einfach mal das Spiel. Okay. Ich grind jetzt hier. So, jetzt habe ich noch die Woche Daniel an der Backe. Mittwoch kommt noch Elders und wir gehen dann zusammen zu den Decker. Später machen wir Mannschaftsabend. 8-8. Ja!
Seite. Ich hole mir immer Maxi King oder sonst was. Der Mann ist die größte Naschkatze der Welt. Ich habe Eis geholt für dich, ne? Einmal Bum Bum und einmal Magnum. Magnum Mandel. Auf jeden Fall für mich, gell? Ich schwöre es für dich. Nein? Digga, habt ihr schon wieder... Ey, meine Maxi Kings, ihr wisst, es sind nur drei, ne? Und die nehmen immer so richtig gottlos. Die lassen nicht mal einen übrig für mich. Bring die nächstes Mal mit. Ich weiß die sowieso nicht. Die sind für euch, aber manchmal habe ich auch Bock. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Supportet das Ganze. In den nächsten Wochen kommt wieder cooler Content für die Vlogs. Deswegen sehen wir uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich lernst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich schmeiß nur dich raus, ich bin dein Wingman. Check mit Kaserne auf und was willst du drehen? Mit dem Ding kann ich mit deinem Baum. Oh mein Gott. Yeah.